Am 7. Mai gehen wir auf Pad. Pad nennt man übrigens in Namibia die Straße. Unser erstes Ziel ist die Aloe Grove Lodge bei Otjiwarongo. Bei der Gelegenheit möchte ich unseren Tourguide Uwe Krüger, genannt Himba Uwe, vorstellen. Himba Uwe wurde 1958 in Halle geboren und lebt seit 1999 in Namibia. Er ist mit Maria, einer Ober-Himba-Frau aus Ipupa, verheiratet. Aus dieser Ehe entsprangen bislang 4 Kinder, 3 Töchter und ein Sohn. Die Aloe Grove Lodge haben Elisabeth und ich schon vor ein paar Jahren besucht. Geändert hat sich seit damals nichts. Die Zimmer sind nach wie vor gemütlich und geschmackvoll eingerichtet. Auf der Terrasse vor dem Haupthaus hat man einen schönen Ausblick. In der Ferne kann man sogar den Waterberg sehen. Ski da ran, essen wir das da und dann fahren wir nach Otjiwarongo von da aus. Da brauchen wir nicht hier zurück und so wieder rum. Ein schöner Ausblick. Ja. Nachdem Uwe uns seinen Plan für morgen erklärt hat, geht es auf den Game Drive, einer kleinen Farmrundfahrt. Von den Tieren auf der Farm hat uns die alte, einsame Löwin Chiara am meisten beeindruckt. Ihr Gefährte ist verstorben und Johann, der Besitzer, darf ihr laut Gesetz keinen neuen dazu kaufen. So fristet sie ein einsames Dasein. Zumindest gut gefüttert wird sie. Schönen Sonnenuntergang warten wir auf der Terrasse beim Swimmingpool auf das Abendessen. Vreugde bedeutet Freude bzw. Glück. Die Vreugde Guestfarm kurz vor dem Etosha Nationalpark ist eine kleine, sympathische und familienfreundliche Lodge, die komfortable, rustikale und elegante Unterkünfte anbietet. Wir haben uns jedenfalls sehr wohl gefühlt.